Heute geht es um die WebSpeech API. Los geht's. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es um die WebSpeech API. Was heißt dieses Thema, was viele als relativ schwer und komplex abstempeln, nämlich Sprache bzw. Spracherkennung, ist in Wirklichkeit nicht so schwer. Das Ganze ist auch nicht wirklich neu. Die WebSpeech API gibt es, glaube ich, seit 2013. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Wenn ich mich irre, schreibt es unten in die Videokommentare. Ansonsten geht es heute, wie gesagt, darum, dass wir Sprache nehmen, also ein Mikrofon, eine Mikrofoneingabe, das Ganze mit JavaScript und der WebSpeech API in einen String konvertieren und auf einer Webseite ausgeben. Das Ganze lässt im Anschluss natürlich jede Menge Funktionen und neue Features zu, aber überlegt zwei Sachen. Nummer eins, das Ganze ist ein Working Draft, also nicht wirklich kompatibel mit allem. Und es ist sehr, sehr riskant, sage ich mal, bei jedem eurer Nutzer oben in der Ecke ein Fenster aufblinken zu lassen mit: Hey, darf ich euer Mikrofon benutzen? Und die Leute kennen euch nicht und denken dann, warum will der mein Mikrofon benutzen? Deswegen sollte man das Ganze ein bisschen, ja, vorsichtig betrachten. Allerdings macht es eine ganze Menge Spaß, damit einfach rumzuspielen. Und genau das werden wir heute machen. Also verlieren wir keine Zeit. Allerdings, wenn ihr Fragen habt oder irgendwelche mehr Informationen möchtet oder sowas, unten in der Videobeschreibung findet ihr jede Menge Links und unter anderem auch einen Link zu, ja, Discord. Dort sind wir mittlerweile über 800 Leute, glaube ich. Und wir helfen uns gegenseitig, stellen Fragen, beantworten, ja, Fragen von anderen. Und ja, mittlerweile ist das wirklich cool. Deswegen schaut auf jeden Fall vorbei. Aber jetzt wollen wir keine weitere Zeit verlieren mit Sprechen, sondern wollen unsere Sprache auch benutzen und legen direkt los. Auf geht's. So, und los geht's mit unserem heutigen Video. Heute geht es, wie gesagt, um die Sprachsteuerung bzw. um die WebSpeech API. Und das Ganze ist ziemlich übersichtlich. Alles dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung, zumindest einen Link zu diesem Pen. Und in diesem Pen habe ich im Prinzip hier unten einmal ein grauen Viereck. Besteht aus einer Diffbox mit ID Output, einem Span mit ID Final und einem Span mit der ID Interim und einem leeren JavaScript-Teil. Und das werden wir heute befüllen. Grundsätzlich nutze ich heute dafür CodePen, weil die lokale Nutzung der WebSpeech API, also direkt bei euch auf dem PC, sehr wahrscheinlich für Probleme sorgen wird. Deswegen kann ich jedem nur empfehlen, wenn ihr damit rumspielen möchtet, nutzt sowas wie CodePen oder andere solcher Dienste. Dort sollte es meistens funktionieren. Viele von euch werden bemerken, wenn ihr unten auf den Link klickt, werdet ihr wahrscheinlich gefragt: Hey, diese Webseite möchte mein Mikrofon nutzen. Und das ist leider unvermeidlich, wenn man etwas mit Sprache machen möchte und in irgendeiner Form natürlich die Sprache erfassen muss. Daher rate ich jedem, diese ganze, ja, Sache, die wir heute im Prinzip entwickeln, nicht auf euren Websites oder so laufen zu lassen, weil es schreckt User sehr stark davon ab, wenn man auf eine Seite geht, die man vorher nicht kennt, die vielleicht zu irgendjemandem gehört, der nicht sonderlich seriös erscheint, also den man einfach nicht kennt, zu keiner großen Firma oder einem Programm, was man sowieso schon kennt. Und diese Webseite möchte dann euer Mikrofon nutzen. Das ist ein bisschen eigenartig und ist nicht wie beispielsweise, wenn man jetzt auf der WhatsApp, also WhatsApp Web benutzt und dort auf den Aufnahme-Button drückt, wo dann fragt wird: Hey, WhatsApp möchte dein Mikrofon nutzen, und die Leute dann sagen: Ja, okay. Was heißt, seht es heute als Spielerei an und wie leicht es eigentlich ist, Sprachaufnahmen im Web oder mit JavaScript nutzbar zu machen, und weniger als: Hey, das nutze ich auf meiner Website. Aber genug geredet, heute geht es los. Und zwar schreiben wir als erstes mal einfach ein Element, und das heißt WebSpeech, also einfach Speech Element. Und das ist im Prinzip ein neues WebKit und dann WebKit Speech Recognition Element. Und damit nutzen wir die WebSpeech API. Und dieser können wir natürlich noch einige Parameter übergeben, was wir auch machen müssen. Als erstes sagen wir, die Sprache, die wir nutzen möchten, ist in diesem Fall Deutsch. Ihr könnt das natürlich auf so gut wie jede Sprache oder größere Sprache der Welt einstellen. Für unseren Fall sage ich einfach mal Deutsch. Das nächste, was wir machen, ist, wir wollen unsere Interim-Daten. Das heißt, unsere Interim-Results sollen auf True gesetzt werden. Dieser ist normalerweise ein False-Wert. Und wir wollen im Prinzip die Daten, die gerade von der Sprache erfasst werden, damit wir diesen Effekt kriegen wie bei Google Now, dass die Sprache gerade erkannt und verarbeitet wird. Obwohl das alles eigentlich viel früher passiert. Das nächste ist eine Ich hoffe, ich habe es richtig geschrieben, sonst wird das später einen Fehler auslösen. Das werden wir dann aber merken. True. Continuous im Prinzip. Dieser Wert ist standardmäßig auch auf False. Er bedeutet eigentlich nur, dass die Sprachsteuerung aufhört, wenn ich aufhöre zu sprechen. In diesem Fall möchte ich das nicht. Ich möchte, dass es weitergeht, einfach nur aus Testzwecken. Und damit können wir schon eine ganze Menge machen. Das nächste, was wir machen, ist, wir definieren eine Variable, nämlich einmal die Variable Final
Final Transcript, also unser finales Ergebnis im Prinzip, was wir ausgeben möchten, und das definieren wir als ein leeres Element. Und ja, theoretisch ist das schon ziemlich, wie wir es hier gemacht haben. Das andere, was wir machen, ist, wir sagen SpeechElement.start. Das heißt, wir wollen das ganze Ding mal starten. Ich speichere das mal ab, gucke die Konsole an und das clearen wir mal raus. Save das Ganze und es passiert nichts, weil wir haben noch nichts, was starten könnte. Und das definieren wir jetzt. Wir brauchen eine Funktion, nämlich unser Element, und dann onStart soll etwas passieren. Ups, in unserem Fall wollen wir eine Funktion starten und diese Funktion startet ganz einfach mit console.log und hier drin sagen wir Start. Das Ganze speichern wir und das Ganze gibt uns jetzt Start aus, immer wenn unsere Sprachsteuerung aktiviert wird. Das heißt, das hier funktioniert schon mal ganz gut. Es gibt neben onStart auch sowas wie onError, onRecognization starts, end, es wurde etwas erkannt, es wurde nichts erkannt und so weiter. Es gibt eine ganze Menge dieser Funktionen, die sind alle vorgefertigt. Findet ihr unten in der Videobeschreibung in dem weiterführenden Informationslink. Allerdings unser Ergebnis bzw. das, was wir wollen, sind die Results. Und deswegen können wir sagen onResult, soll man natürlich richtig schreiben, möchten wir etwas machen. In unserem Fall wollen wir ein Event an die Funktion übergeben, also unser aktuelles Event möchten wir weitergeben. Und einfach aus Interesse lesen wir dieses Event einfach mal mit console.log aus. Und wenn ich jetzt rede, sehen wir hier, wir haben ein neues Element, was immer erstellt wird, wenn ich etwas sage, was heißt. Deswegen wabbelt das hier gerade, weil es immer ein neues Element ist. Ich kann jetzt auch hochscrollen, hier sind ganz viele. So, aber was können wir damit jetzt machen? Als erstes sagen wir, wir wollen eine neue Variable erstellen. Eine sogenannte Interim Transcript. Das ist im Prinzip der Text, den wir gerade sagen, der aber noch nicht final erkannt ist sozusagen. Und den definieren wir jedes Mal neu, wenn wir diese Funktion starten. Das nächste ist, innerhalb dieses Events, das wir besitzen, finden wir eine neue Variable. Und die gebe ich einfach mal aus mit console.log und sage hier drin event.result. Und, oder results? Ich glaube, results war's. Und das Ganze speichere ich jetzt mal ab. Und wenn wir das Ganze angucken, sehen wir hier, wir kriegen eine Liste, was heißt, wir haben eine multidimensionale, also ein Array mit zwei Dimensionen mehr oder weniger. Und wir wollen uns jetzt einfach mal davon den ersten Wert und nochmal den ersten Wert unseres multidimensionalen Arrays ausgeben. Das speichere ich wieder ab und gucke hier mal, was passiert. Und ihr seht hier schon, hey, es wird Sprache erkannt. Und zwar sind hier zwei verschiedene Werte. Einmal die Confidence, also wie genau war meine Spracherkennung, das ist einfach ein Wahrscheinlichkeitswert, geht von 0 bis 1. Und Transcript, also was wir wirklich gesagt haben. Was heißt, damit haben wir theoretisch unsere Sprachsteuerung ja schon fertig. Aber wir können es noch nicht ausgeben, noch nicht wirklich verarbeiten und das kommt jetzt. Im Prinzip lege ich mir das jetzt mal in die, ja, in Copy-Paste und sage jetzt hier, ich habe eine Variable, die Variable i. In diesem Fall ist unsere Variable i gleich Event Result Index, was heißt die Anzahl unserer Spracherkennung mehr oder weniger. Das nächste, was wir hier machen, solange i kleiner als event.results.length ist, soll etwas passieren. Und zwar sagen wir, i soll wachsen. Das nächste, was wir machen, ist, wir schreiben eine if-Abfrage. Und zwar event.result i ist final. Was heißt, ist unsere Sprachaufnahme abgeschlossen oder nicht? Wenn etwas abgeschlossen ist, soll etwas passieren. Wenn es noch nicht abgeschlossen ist, soll etwas anderes passieren. Und was passieren soll, ist unser hier oben finales Transkript, also unser finaler Teil unseres Transkripts, wird erweitert mit event. Das können wir uns hier jetzt mal eben rauskopieren. Event results i, dann den ersten Wert aus diesem Array und hier den Wert transcript. So, das Ganze kopieren wir jetzt und erstellen uns, wenn es noch nicht abgeschlossen ist, im Prinzip genau dasselbe, nur dass unser interim transcript erweitert wird. Und damit können wir, das dient wie gesagt nur diesem Effekt, dass es so aussieht, als wenn es sich in diesem grauen Box gleich automatisch neu erstellt, mehr oder weniger. Und das, was wir jetzt gemacht haben, können wir jetzt auslesen lassen. Wobei, wir haben hier irgendwo einen Fehler. Infinite Loop Online 0, bla bla bla, ja, das passt schon. So, das nächste, was wir machen, ist, wir sagen document.getElementById.
also Element by ID. Und zwar sagen wir hier Final. Was heißt, wir wollen einen unserer beiden Spans, die in dieser grauen Box sind, ansprechen und sagen hier einfach mit inner HTML soll unser finales Transkript ausgegeben werden. Und diese ganze Zeile hier kopieren wir uns jetzt und fügen die sich unten ein. Und nehmen unser Interim, schreiben das hier rein und hier im Prinzip unser Interim und füllen damit unseren zweiten Span. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere und einfach mal ein bisschen spreche, sollte jetzt theoretisch hier unten eigentlich was passieren. Aber irgendwas stimmt hier noch nicht. Mal gucken, was stimmt hier nicht. Ah, natürlich, hier fehlt ein S. Jetzt sollte auch diese Infinite Loop weg sein. Ah, jetzt funktioniert es auch hier unten. Und wie ihr seht, haben wir jetzt eine Spracheingabe. Wir können unsere Sprache auslesen und es wird dort unten einfach angezeigt. Wie ihr auch seht, ist das relativ genau. Es ist natürlich nicht 100%, aber es ist schon sehr dicht. Und wie gesagt, das Ganze ist relativ cool. Ich könnte mir es gut vorstellen, beispielsweise bei sowas wie Formularen für... Man kann beispielsweise nicht so schnell schreiben, dann kann man mit Spracheingaben deutlich längere, ausführlichere Texte erstellen. Aber wie gesagt, das Ganze stößt vor allem bei Nutzern auf große Ablehnung, dadurch, dass man halt der Webseite die Genehmigung erteilen muss, das Mikrofon nutzen zu dürfen. Und da sehen viele das Ganze etwas kritisch, ich persönlich auch. Ich würde niemals eine Webseite, der ich nicht vertraue, sagen, hey, okay, ihr könnt gerne mein Mikrofon nutzen, wenn das sowas wie Discord ist. Sowas wie Skype oder WhatsApp oder so, da sagt man, okay, das ist halt der Dienst, die brauchen mein Mikrofon, aber warum braucht irgendeine Portfolio- oder Unternehmensseite wirklich den Zugang zu meinem Mikrofon? Deswegen würde ich nicht empfehlen, das auf irgendeiner Webseite einzubinden. Was man machen könnte, ist die Möglichkeit bereitstellen, dass man beim Formular beispielsweise auf draufklicken kann und sagt, ich möchte das mit Voice machen und in dem Moment fragt praktisch die Webseite, okay, wir brauchen Zugang, aber ich würde es nicht wie hier jetzt voraussetzen. Daher kann ich nur sagen, viel Spaß beim Ausprobieren. Das Ganze ist, wie gesagt, sehr einfach und echt witzig. Also, bis nächste Woche. So, das war's schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, unten in der Videobeschreibung findet ihr Links zu Facebook, Twitter, Instagram und so weiter, wo ihr up-to-date bleibt, wo ihr Fragen stellen könnt oder halt zu Discord. Ansonsten, wenn ihr diesen Channel etwas unterstützen möchtet, findet ihr dort auch einen Link zu Amazon Affiliate, wo ihr etwas kaufen könnt, um diesen Channel, wie gesagt, etwas zu supporten. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder mit einem neuen Video. Bis dahin, bis bald, ciao.